So, dann, liebe Medienvertreter, heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem anstehenden Heimspiel gegen den FSV Frankfurt am Sonntag 13:30 im Fritz-Walter-Stadion. Und ich begrüße dazu unseren Cheftrainer Konrad Fünfstück und FCK-Profi Stipe Wutschur. Vorab noch eine Information. Wir haben für das Spiel am Sonntag Stand jetzt 24.900 Tickets abgesetzt, darunter 100 Karten von unseren Gästen aus Frankfurt. Also es wird bis dahin sicher noch ein paar Karten verkauft werden. Die genaue Zahl können wir jetzt dann auch noch nicht abschätzen. Stand jetzt, wie gesagt, 25.000. Schiedsrichter der Begegnung am Sonntag ist Michael Weiner. Das letzte Spiel mit FCK-Beteiligung war Heimspiel Saison 2012-13. Gegner ebenfalls FSV Frankfurt, entstand 4-1 für uns damals. Dann kommen wir auch schon zum Wichtigen, nämlich zum Sportlichen. Conny, jetzt war 2 Wochen Pause. Ihr hattet ein bisschen Zeit, euch vorzubereiten. Wie geht ihr jetzt die Partie gegen FSV Frankfurt an? Ja, definitiv 2 Wochen, die uns sehr gut getan haben. Wir hatten 2 Wochen Zeit, miteinander zu arbeiten, 2 Wochen Zeit, miteinander zu trainieren und haben auch die Pause genutzt, um uns zu regenerieren, beziehungsweise auch den einen oder anderen Spieler, der angeschlagen war oder Wehwehchen hatte, wieder an die Mannschaft heranzuführen. Zum Gegner FSV Frankfurt, glaube ich, eine Mannschaft, die schwer zu berechnen ist, eine Mannschaft, die sehr variabel spielt mit verschiedenen Spielsystemen, die in sich eigentlich auch eine erfahrene Mannschaft hat. Wenn ich an Dedic im Sturm zum Beispiel dran denke, einen Stürmer, der auch schon einiges nachgewiesen hat. Eine Truppe, die gut ausgewogen ist und ja auch schon den einen oder anderen Punkt heuer gesammelt hat, gleich viele Punkte hat wie wir. Insgesamt erwarte ich ein Spiel bei dementsprechend herbstlichen Temperaturen, was sehr intensiv geführt wird. Ich erwarte einen Gegner, der wirklich auch auf uns gut eingestellt sein wird. Die haben eine gute Mischung. Sie spielen mit langen Bällen, aber sie spielen auch immer wieder gute Bälle heraus in die letzte Zone mit dem einen oder anderen Individualisten, den die innen drin haben. Also das wird sicherlich ein interessantes Spiel. Letzten Endes für unsere Mannschaft geht es darum, dass wir an die Leistung von Leipzig anknüpfen. Es geht darum, dass die Mannschaft, die auf dem Feld stehen wird, sehr, sehr engagiert auftritt, dass die Mannschaft, die von uns ins Rennen geschickt wird, einfach auch in den Zweikämpfen gut steht, eine gute Ordnung beibehält und nach vorne die sich bietenden Chancen verwertet. Das ist so meine Einschätzung zu dem Spiel. Und zum Personellen vielleicht noch eine Situation. Es wurde ja während der Tage auch schon bekannt, dass Marcel Gauss uns nicht zur Verfügung steht. Hat anfangs der Woche gut ausgesehen, dann trotzdem nochmal die Vorsichtsmaßnahme, Marcel rauszunehmen. Markus Piosek ist immer noch in Reha, wird auch nicht zur Verfügung stehen. Andrei Fomichow hatte wieder leichte Beschwerden mit dem Knie. Das heißt, Andrei kann auch nicht mitwirken. Für einen Short Zimmer kommt der Einsatz zu früh. Das ist uns zu risikoreich, den Jungen jetzt hier reinzusetzen in diesem intensiven Spiel gegen Frankfurt. Ja, und leider auch heute die Nachricht von Daniel Halffer. Auch Daniel Halffer wird nicht zur Verfügung stehen. Er hat muskuläre Probleme im Hüftbeuger. Und das ist natürlich für uns sehr, sehr ärgerlich und bedauerlich. Und wir wünschen den Daniel schnelle Genesung. Danke. Dankeschön, Conny. Stipe, wie sieht es denn in der Mannschaft aus? Ihr habt letztes Spiel in Leipzig einen tollen Sieg einfahren können. Konntet ihr da ein bisschen Selbstvertrauen tanken und das auch mitnehmen jetzt in die 2 Wochen? Wie war die Vorbereitung? Ja, also in der Mannschaft ist auf jeden Fall ein sehr gutes Klima. Also wir sind alle gut drauf. Wir haben letzte Woche sehr hart gearbeitet, bereiten uns jetzt die Woche auch auf den Gegner gut vor. Natürlich war dieser Sieg in Leipzig sehr wichtig für uns, hat uns nochmal zusätzliche Kraft gegeben. Und ja, also wir werden versuchen, dass wir jetzt gegen Frankfurt da anknüpfen, wo wir in Leipzig aufgehört haben. Und werden schauen, dass wir da die 3 Punkte hier in Kaiserslautern lassen.